Was es bald Neues bei McDonald's gibt, das siehst du wie immer in diesem Video. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt unten meinen wunderbaren Kanal, um keine Infos mehr über McDonald's verpassen. Bald, da ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Aktion bei McDonald's und los, da geht es bereits am 1. Februar mit einigen tollen neuen Aktionen. Denn diesmal, da soll der Hamburger Royal im Vordergrund stehen. Mit einem Hamburger Royal Barbecue Bacon und einem Hamburger Royal Smoky. Ja, den Barbecue Bacon wird es eben mit einer Western-Soße und Baconstreifen geben. Und den Royal Smoky mit einer Chipotle Sauce, also einer Soße mit rauchigem Aroma, sowie French Fries Onions, also frittierten Zwiebeln. Ja, auf die beiden neuen Burger bin ich schon richtig gespannt. Im Zuge dessen wird auch der Hamburger Royal Käse umbenannt und wird zukünftig eben Hamburger Royal Cheese heißen. Was außerdem zurückkehrt, sind die Chili Cheese Snackers. Einmal als einzelne Version, aber auch wieder als Chicken Cheesebox mit jeweils 12 Chicken Nuggets und 12 Chili Cheese Snackers. Das wird wieder ein Genuss werden. Aber die beste Aktion, die wird es eben ab dem 26.02. bei McDonald's geben. Denn wenn euch Ketchup oder Mayo zu langweilig sind, gibt es jetzt ein völlig neues Dip. Denn zukünftig, da könnt ihr eure Pommes oder euren Burger eben in flüssigem Käse eintunken. Wie genial ist das denn? Denn es wird eben eine Cheese-Soße geben, also frisch zubereiteter flüssiger Käse in einer extra Schale. Oh mein Gott, wie gut sich das einfach anhört. Sowas ähnliches kenne ich eben noch aus meinem Test in Belgien. Da gab es ja auch eben Pommes mit flüssigem Käse. Also wenn das mal keine guten Neuigkeiten sind, dann weiß ich auch nicht. Gute Nachrichten sind außerdem auch noch, dass eben die Cookie and Cream Tasche weiterhin im Sortiment bleibt. So wie eben auch die neuen Double Hamburger Royals und die Curly Fries. Die bleiben eben auch im Sortiment. Was jedoch zum 31.01. verschwinden wird, ist der Big Rösti und eben die Crispy Shrimps. Also wollt ihr nochmal in den Genuss eines Big Röstis kommen, bis Ende Januar habt ihr eben dazu noch Zeit. Was uns dieses Jahr Neues beim Frühstück von McDonald's erwartet, das siehst du wie immer hier oben rechts in einem fantastischen Video. Und das war's auch schon wieder mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen big-tastischen Tag. Und bis bald.